und herzlich willkommen zu Collins Videos. Heute gibt es mal wieder einen neuen Gartenvlog, nämlich den zweiten Teil, weil euch so viele das gewünscht haben, dass ich noch einen zweiten Teil mache. Und zwar werden wir heute nicht den Rasen mit dem Handmäher mähen, sondern mit dem Rasenmähtrecker. Letztes Mal war es so ein kleines Stück, dass sich das nicht gelohnt. Aber diesmal machen wir hier den ganzen Garten, mähen wir heute mal. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, dass wir mal den Trecker nehmen. Den habe ich auch schon hingestellt und heute sogar mal mit Kamera vorne dran. Also ihr seht auch die Sicht, wie ich mähe. Das fand ich jetzt eigentlich auch so ziemlich cool schon. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass ich das richtig zusammengeschnitten bekomme. Muss wahrscheinlich ein bisschen verschieben und sowas. Ist wahrscheinlich auch nicht ziemlich gleich, aber wir werden das mal ausprobieren. Ja, ich werde das gute Stück jetzt einmal holen. Ich muss den leider von der Hand anreißen, weil irgendwie ist die Batterie leer, die muss ich nachher mal aufladen. Ich hole den dann einmal mal. So Leute, jetzt sind wir auch schon hier angekommen mit dem guten Stück. Das ist ein Ryder, nämlich ein Ryder 6100E. Er ist nicht mit E, sondern mit Benzin. Der ist hier halt mal ein bisschen anders. Man gibt hier mit Gas. Das ist die Bremse. Ja, und hier vorne seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr seht, hier vorne hängt eine Kamera dran. Ja, das ist mein neuer Rasenmähtrecker. So, und den werden wir jetzt mal anziehen, weil irgendwie ist die Batterie leer. Dafür müssen wir hier diese Knüppel abziehen. Ich glaube, ich mache hier an diesen Enden auch noch mal Klebeband rum, weil da kommt man immer gegen. So, machen wir die Zündung schon mal auf On. Das ist jetzt auf Leerlauf, ne? So, zack. So, den müssen wir jetzt eigentlich nur noch anziehen. Ich ziehe mal vorsichtshalber die Bremse an. So, hier drüben haben wir den Anziehhaken und ich versuche den jetzt mal anzuziehen. Wieder etwas höher. So, ich habe den jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Irgendwie ist er eben nicht angegangen. Und ich habe den Knopf, um den Motor etwas leiser zu machen. So, und den Knopf muss man wieder. Seht ihr mich auch? Und wir sehen uns gleich, wenn ich anfange zu mähen. Bis gleich. Ciao.
dunkel gerade. Nachdem ihr jetzt das gesehen habt, wie ich jetzt diesen Teig nochmal gemacht habe, gehen wir einmal nach hinten in den Garten und mähen da weiter. Ja, stell mal die Kamera um. Q&A machen, also Fragen und Antworten Video. Deswegen schreibt gerne unten in die Kommentare irgendwelche Fragen und ich beantworte die dann im nächsten Video. Und es können auch, ich erwähne im nächsten Video im Q&A zwei Leute, die in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv geschrieben haben. Da werde ich mir dann zwei Personen raussuchen. Ja, das Video wird so in zwei oder einer Woche kommen. Ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!